Ja, vor, du hattest. gerade vor dem Training ein Gespräch mit unserem Insolvenzverwalter Dr. Christoph Niering. Vielleicht kannst du unseren Fans mal kurz erläutern, was ihr da besprochen habt und auch festgehalten habt. Ja, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir schon seitdem Herr Niering hier dieses Verfahren quasi übernommen hat, nach der Anmeldung der Insolvenz, wir im Austausch waren und auch von seiner Seite die Bereitschaft da war, mit mir weiterzuarbeiten, dass ich und auch das Anliegen hatte, dass ich das Ganze hier fortführe. Und die Gespräche, habe ich hier auch betont, waren sehr seriös und sehr, sehr vertrauensvoll von Anfang an, so dass ich das Gefühl hatte, dass man da solide Strukturen und eine gewisse Basis auch finanziell aufbauen kann. Und aufgrund dieser Basis habe ich mich dann entschlossen, die Gespräche wieder aufzunehmen, weil ich im Vorfeld betont habe, dass es für mich das A und O ist, dass ich weiß, dass wir hier was entwickeln können, dass wir was vorantreiben können und vor allem auch nachhaltig dann auch arbeiten können und mit einer gewissen Perspektive natürlich. Und diese Perspektive hat man mir geboten und nicht ohne Grund hat er auch Herr Niering betont, dass er noch jetzt die Rückläufe von den Sponsoren abwarten möchte, damit sie auch ihre Zusagen auch schriftlich nochmal fixieren. Wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen, das muss man auch betonen. Das heißt, wir müssen noch finanziell auf jeden Fall einiges nachlegen, damit wir wenigstens diesen Grundetat quasi haben, was Herr Niering auch vorgegeben hat bzw. ausgesprochen hat. Das steht außer Frage, deswegen brauchen wir noch die Unterstützung der einen oder anderen Sponsoren. Aber zumindest haben wir eine solide Basis jetzt, was das Grundbudget angeht. Und dann haben wir heute im Vorfeld, nachdem wir im Vorfeld natürlich das schon vertraglich so ein bisschen die Eckpunkte fixiert hatten, haben wir dann heute das Ding dann fix gemacht. Ja. Wie erleichtert bist du oder wie froh bist du, dass das jetzt dieses Thema, was sich ja über Wochen jetzt hingezogen hat, dass es endlich vorbei ist? Ja, es war ja schon natürlich jetzt mittlerweile eine riesige Hängepartie und das hat mich auch belastet, muss man dazu sagen. Vor allem, wenn ich sehe, habe ich ja auch betont, was die Fans auf die Beine gestellt haben und welches Vertrauen ich hier genieße, welche Hoffnung man in meine Person setzt. Und deswegen konnte ich einfach nicht abschließen damit. Und das hat mich selber auch, nachdem ich das veröffentlicht habe, immer wieder belastet und gesagt, inwieweit diese Entscheidung richtig war. Und ich habe auch gesagt und betont, für mich war es dann nicht relevant, in eine andere Regionalliga zu wechseln oder zu einem anderen Regionalligisten zu wechseln. Wenn, dann wollte ich den Schritt dann eher höherklassig machen. Und letzten Endes brauche ich nicht jetzt in der Regionalliga von Alemannia Aachen zu einem anderen Verein zu wechseln. Das war von vornherein für mich klar, weil es ein fantastischer Verein ist, ein einmaliger Verein. Und vor allem, wie gesagt, ich hier mich sehr wohl fühle, auch in der Nähe von meiner Familie bin. Und dementsprechend für mich wichtig war auch, dass wir jetzt eine längerfristige Geschichte angehen können und ich auch jetzt direkt loslegen kann und hoffentlich mit dem, was schon jetzt da ist, den einen oder anderen Spieler dann auch konkrete Verträge anbieten kann. Jetzt haben viele Spieler ihren Abschied bekannt gegeben. Kannst du so ein bisschen mal die nächsten Wochen, Tage umreißen? Wie sieht das aus für dich? Du musst wahrscheinlich viele Gespräche führen, dich rufen viele Spielerberater an. Was sind so die ersten Schritte, die du jetzt angehen wirst? Ja, ich habe ja schon gesagt, im Vorfeld haben wir schon einige Gespräche geführt mit potenziellen Kandidaten, die für uns in Frage kommen. Und die werden wir jetzt natürlich intensivieren können, weil wir jetzt auch Klarheit haben, was meine Person angeht, weil wir auch jetzt nach Rücksprache mit Herrn Niering schon ja, einen gewissen finanziellen Background haben, wo wir den einen oder anderen auch konkrete Angebote unterbreiten können. Und jetzt muss man schauen, wie gesagt, dass man Gas gibt und schnellstmöglich dann dieses Grundgerüst stehen hat.